Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 3 hier auf meinem Kanal. Ja, im letzten Livestream haben wir ja hier ein bisschen am Flughafen rumgebastelt. Und da lassen wir heute mal die Finger davon. Beziehungsweise im entfernten Sinne basteln wir da schon ein bisschen noch dran. Aber in erster Linie möchte ich heute ganz gerne eine weitere S-Bahn-Linie bauen. Einmal die hier. Die dann einmal hier über Alfsjö führt. Über Botkyrka. Macht dann hier irgendwie eine scharfe Kurve. Dass sie hier nach Eckerö kommt, wenn wir es schaffen. Und dass er dann hier oben auf den Bahnhof drauf geht. Den Bahnhof habe ich hier schon hingesetzt, weil ich hier noch mit dem ICE durchgehen möchte. Der ICE soll hier halten. Soll natürlich beim Flughafen halten. Und dann kann der ICE dann weiterfahren. Mal gucken, entweder bis nach Nürsham oder nach Torsa. Torsa ist ein bisschen größer. Aber von der Route her würde ich eher sagen, dass wir ihn weiterschicken bis nach Nürnsham. Dass er dann hier anhält, die Stadt wird ja auch wachsen. Dass er dann diese hier kann er ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Und hier oben müssen wir dann mal gucken, wenn wir ihn hier rausschicken, wo er dann hinfahren soll. Nach Rimbo. Dann von mir aus kann er auch eine weitere Strecke fahren. Dass er da halt auch auf Geschwindigkeit kommt. Gucken wir mal. Ja, aber dann würde ich in erster Linie jetzt gerade einmal versuchen, hier diese Linie zu bauen. Wenn hier wahrscheinlich überall mit einer Hochbahn arbeiten müssen, dass wir hier irgendwie so hinkommen. Hier könnte man zwar unten arbeiten, aber dann müssen wir nach unten und wieder nach oben fahren. Dann würde ich sagen, setzen wir hier genau in dieses Stück mal eine Hochbahn rein. Ich hatte 2 Jahre einfach mal die Zeit laufen lassen, wie ihr seht. Also da haben wir mal ein bisschen Plus gemacht. So. Gucken wir uns mal. Kamen wir eigentlich nur diesen Bahnhof hier. Dann nehmen wir jetzt auch mal kein Dach. Standard ist schon, brauchen wir nicht. 160 Meter. No Roof. Oberleitung haben wir. 2 Gleise. Mal sehen, ob wir den irgendwo hinkriegen. Ohne dass wir hier wieder ein bisschen was müssen wir abreißen. Das kostet auch schon wieder 1 Million. Hat alles auch mal eine Menge Kohle, ne? Aber hier könnten wir ihn hinstellen. So deckt da schön was ab. Geht's nicht, ne? Da geht's nicht, aber dann setzen wir hier hin. So deckt da hier gut was ab. In der kleinen Stadt. Damals 160 Meter, ne? Genau. Wie lange haben wir den Bahnhof gemacht? Haben wir auch 160 Meter gemacht? Da haben wir auch 160 Meter gemacht. Supi. Gut, dann können wir das Ende hier einmal noch gerade anschließen. Geht natürlich nicht, weil es zu steil ist, ne? Nee. Geil ist das, weiß Gott nicht. Spiel, willst du mich eigentlich echt immer verarschen? So. So. So, geht doch. So, alles klar. Haben wir das auch? Dann können wir jetzt hier einmal unsere. Okay, jetzt mal sehen, wie viele Häuser wir dafür jetzt abreißen müssen. Ich hoffe mal nicht allzu viel, weil das kostet halt auch alles immer eine Menge Kohle. Brückenpfeiler-Kollision haben wir. Ja, hier unten auf der Straße. Muss weg. Wir gehen jetzt mal ins Pausenmenü. Die muss weg. Mal gucken, wie wir bauen. Müssen wir hier eine etwas schärfere Kurve reinsetzen. Ah, wir kommen bis hier, müssen wir doch eigentlich irgendwie hinkommen, ne? Dahin kommen wir schon mal. So. Das hier wird jetzt zu lang sein, das Stück, ne? Na, wir werden hier eine Brückenpfeiler-Kollision kriegen, weil die Kurve hier sonst, move ist. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir erst ein Stück gerade aussetzen. Jetzt hier raufgehen. Haben wir da zwar so eine kleine Welle, aber so müssen wir hier nicht wieder alles abreißen. Brückenpfeiler-Kollision. Wir müssen doch alles abreißen. Dann ist die Brücken. Das ist ja heftig. Da geht die Bahn direkt durch das Haus durch. Den kann er hier wahrscheinlich auch keine Brückenpfeiler einsetzen, weil da das Haus sitzt, oder? Genau, so funktioniert's.
Ja, aber so geht's doch. Ah, der kleine Knick ist schon ein bisschen doof. Gucken wir nochmal, ob wir den rauskriegen. So. Ja, da macht er natürlich dann hier so ein Zwischenstück. Warum auch immer. Das ist doch schon wieder total für den Arsch. Oh, fuck. So sieht es doch besser aus. Wir jetzt hier natürlich die Straße nicht mehr hin, wo wir jetzt hier den Ball hingesetzt haben, ne? Na gut, mal hier einmal nach draußen gehen. Auf. Wir könnten vielleicht von hier drauf kommen, wa? Auch nicht. Oder so. So. Was wächst hier gleich alles zu, dann ist das Wumpe. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier einen reinkriegen. Die Stadt ist ziemlich groß mit 1315 Einwohnern. Geht hier auch steil nach oben, wie ihr seht. Dafür, dass hier noch nichts gemacht wurde, ist das in 25 Jahren ganz schön steil nach oben gegangen. So, wo setzen wir hier vernünftig einen rein? Der soll ja auch schon ein bisschen was abdecken. Wir kommen von hier, wir können natürlich so einen kleinen Bogen fahren. Die ja schon fast versuchen, direkt hier ins Zentrum zu setzen, ne? Reißen wir mal ab. Wie echt teuer. Da brauchen wir auch. Hier nehmen wir mal wieder ein Dach. Less. Und nur so ein Viertel, nur so ein kleines. Und wir jetzt ihn hier schön reinsetzen. Bei der Kollision. So mit den. Müssen wir die Häuser mal gerade hier wegmachen. Ich glaube, daran wird das wohl liegen. Das kostet natürlich eine richtige Menge Schotter. So, hier decken wir natürlich jetzt schon gut was ab direkt im Zentrum. Zack. Wie gesagt, das siedelt sich ja hier eh wieder alles an. Natürlich sehen, dass wir irgendwie da hinten hinkommen. Natürlich jetzt nicht ganz so einfach. Pfeilerkollision. Ja. Ja, die Kreuzung hier unten ist natürlich ja suboptimal. 1 Million. Alter Schwede. Schon gut was weg von unserer Kohle. Hier so eine richtig scharfe Kurve rausgehen. Das funktioniert. Wie gesagt, ist ja eine S-Bahn, die kann auch ein bisschen steilere Kurven haben, finde ich. So. Kommen wir da hinten sogar einigermaßen hin. Da müsste das jetzt ja eigentlich klappen. Nein, ich möchte nicht, dass du da nach unten gehst. Mal sogar ein bisschen an Höhe gewinnen. Sonst gibt es hier Probleme mit der Straße. Jo, das ist eine Menge Schotter. Kollision, alles klar. Wo kollidiert er denn jetzt? Wo ist jetzt sein Problem? So geht's. Warum geht das jetzt hier nicht? Selbst so geht's nicht. Setzen. Brückenpfeiler-Kollision. Mal die nochmal versuchen wegzureißen hier. Häuser. Was möchte ich eigentlich da lassen? Jetzt geht's. Perfekt. Wird sie sich hier durchschlängeln. So, das Haus muss hier auch weg. Das und das. Zack. Müssen wir da ja eigentlich drauf gehen können, ne? Da ist bestimmt auch wieder eine Kollision. Nein. Keine Kollision. Perfekt. Sehr schön. So, haben wir das auch schon mal. Hier machen wir jetzt halt einen kleinen Schlenker. Wo wir die natürlich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch gut geraten können, wa?
Und jetzt so da drauf gehen. Hier nix. Oh. Dann kriegen wir den kleinen Schlenker auch weg. Ja, cool. Dann geht's einmal kurz nach unten und dann geht's wieder nach oben, warum auch immer. Müsste eigentlich nicht sein. Ich glaube, da hatte ich eben nicht aufgepasst. Machen wir noch mal ein bisschen weg hier. Ich will, dass das nicht hier so eine Welle ist. Das sieht irgendwie ein bisschen doof aus. Das mal gerade wegmachen. Und jetzt hier nochmal den Stamm rum. Aber du bleibst gleich. So. Dann dürfte der jetzt auch nicht abfallen. Perfekt. Das geht jetzt nicht, oder? Doch. Dorthin. Genau, wir haben jetzt mal eine etwas engere Kurve, aber für eine S-Bahn finde ich. Ist das in Ordnung? So. Hier müssten wir eigentlich ja schon hier hin, dass wir hier wieder rumkommen. Hier haben wir gerade auch eine schöne freie Fläche. Und hier auch wieder einen hinsetzen. Aber ich möchte keinen Roof. Wir decken mal ab, wir decken hier schon gut was ab von der City. Von der City. So. Gucken, ob wir jetzt hier natürlich dann dahin kommen. Das ist natürlich jetzt auch hier noch eine. Haben wir hier längst durch die Stadt durch? Ja, glaube ich nicht ohne. Aber wenn wir hier rüberkommen, ist gerade ein Stück, das müsste dann eigentlich funktionieren. Ja, okay. Rückenfall der Kollision mit den Häusern. Und hier wird er noch ein paar Probleme haben. Ah, das kostet alles eine richtige Menge Schotter. Aber jetzt geht's. Ah, so kommen wir da hinten fast drauf. Wollen wir schon drauf gehen? Wir können sogar schon drauf gehen. Tun wir das doch. Pfeiler-Kollision. Dahin kommen wir. Ja, ich denke mal, hier mit der Kreuzung wird das Problem sein. Ich glaube, da hilft nichts, dass wir, wenn wir die Häuschen hier abreißen. Genau, müssen wir die Straße abreißen. Die abreißen, das wird teuer. 900.000. Versuchen wir mal zu sparen, geht auch. Perfekt. Sollen wir die Straße hier einmal gerade umlegen. Da hätte ich auch nicht das große Thema. So, oh, 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 oh. Geht aber nicht. So machen. So machen und dann müssen wir das Ende abreißen. Das Haus zwar weg. Aber so kommen wir drauf. Perfekt. So, und jetzt brauchen wir noch den Anschluss darauf setzen und haben wir die Bahn auch schon fertig. Zack. Geht. Auch nur 2 Millionen. Das ist ein Schnapper. Rückenpfeiler-Kollision. Wir können hier aber jetzt schon eingleisig werden. Dann würde ich sagen, nehmen wir das auch wahr. So, das ist doch meine Linie. So, wie fehlt denn noch? Wir werden auf jeden Fall keine aus der klassischen Mod nehmen, wo wir jetzt immer die ganzen S-Bahnen haben. S1, S2, S3, S4, S5, S6. Dann brauchen wir S7. Gut. S7 nach... Wie heißt der? Bahnhof hier? Wie heißt der? Weich. Okay. Dann machen wir einmal die S7. S7. Stockholm D nach Bot Kürka. Nach Bot Kürka. Perfekt. In grün. Eine grüne haben wir hier noch nicht. Doch, haben wir schon. Nehmen wir so eine etwas hellere grün. So, falls du dahin, hierhin, dorthin, dahin und wieder zurück.
Das ist doch auch eine schöne Linie. Mal gucken, was wir in Zukunft draufpacken. Wir haben jetzt nur 24 Millionen. Wir könnten natürlich noch einen Kredit aufnehmen. Also im Moment sind wir ja noch schuldenfrei. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Signale. Und dann können wir die Linie heute sogar schon noch in Betrieb nehmen. Das machen wir noch in dieser Folge. So, hier ein Signal hin. Ich denke mal, werden wir hier auch erstmal mit 3 Zügen arbeiten. Je nachdem, wie unsere Kohle aussieht. Und dann müssen wir in den nächsten Folgen auch ganz dringend mal noch die anderen Linien überarbeiten. Unsere S8 ist das, glaube ich. Wo wir ja immer dieses Problem haben mit den... Lassen wir erstmal 2 Züge fahren. Das ist ein langes Stück. Wir lassen erstmal nur 2 Züge fahren. Diese Linie hier. Hoch nach Örnö. Die werden wir umbauen. Oh, Entschuldigung. Die werden wir umbauen. So dass wir hier nicht jedes zweite Mal hinfahren, sondern jedes Mal dahin fahren. Weil anders funktioniert es nicht mehr. Die wird einfach so groß, die Linie. Da sind so viele Leute, die da warten. Das können wir jetzt auch die letzte Stadt da jedes Mal anfahren. So, gut. Das haben wir. Ich muss den Betriebshof noch bauen. Unbedingt. So. Müssen wir unbedingt jetzt bald mal einen Angriff nehmen, wo wir auch keinen Platz mehr haben. Ach du und deine Terrarangleichung, ne? Geht's jetzt? Jetzt geht's. Perfekt. So. Lass mal die Zeit mal laufen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir uns überhaupt leisten können. Wie gesagt, wir können ja einen Kredit aufnehmen. Ich würde ganz gerne Triebwagen auf jeden Fall bei elektrisch bleiben. Der hier ist eigentlich ganz cool. Kostet halt 10 Millionen oder nur 75 Leute. Den gibt es auch noch eine Nummer größer. 112 Leute. Die sind mir ein bisschen zu alt. Wenn wir auch so eine nehmen. 144 Leute. Das hat aber auch ein Schweinegeld. Wo hier die Westbahn. Die ist nur vierteilig. Sechsteilig. 138 Leute. Kostet zu viel Geld. Können wir sich leisten? Steuer. EG Hürth. Nee. Die auch nicht. Kommen wir hier. Ja, den MTR, der ist eigentlich ganz cool. Der wird mir hier auch gut gefallen. Ich kann natürlich noch mal ein paar mehr Leute transportieren hier. Mal 25 und weiter 2 Stück von fahren lassen. Aber der kostet 36 Millionen. Da können wir uns glaube ich fast nicht leisten. Stadt Lafeuille hat der. 190 Leute. Kostet 17 Millionen. Den nehmen wir. Andere Möglichkeit haben wir ja fast gar nicht im Moment. 17 Millionen, dann nehmen wir den zweimal. Lang ist der ja auch nicht, 96 Meter nur. Wie lang wäre der denn gewesen? Jetzt können wir uns nicht leisten. Das Geld kriegen wir komplett wieder. Der wäre 107 Meter lang. Ist auch nicht die Welt, ne? Man kann so viele Leute transportieren. Das ist natürlich nicht schlecht. Wäre auch relativ zügig mit 200 km/h. Aber dann nehmen wir lieber den hier. Einmal so. Dann packen wir den auf die S7 rauf. Gucken uns einmal an, wie der so ist. Naja. Optisch ist das jetzt ja nun kein Brüller, würde ich mal sagen, ne? Aber im Moment können wir uns halt nicht mehr leisten. Hat der überhaupt die Stromabnehmer rum? Nein. Immerhin. So. Ich kann natürlich jetzt einmal gerade mitfahren. Wenn ich jetzt einmal den Zug auswählen könnte, kann ich nicht. Weil ich hier immer diesen Bahnhof rumbagge. Da kommt er. So, fahren wir die Strecke einmal mit, aber in Geschwindigkeit mal 2. Weil wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir gönnen uns einmal die Mitfahrt, obwohl wir nicht viel sehen. Wir sehen nur Geländer. Die Kamera ist sehr tief. So.
schöne Mitfahrt, wenn wir nur das Geländer sehen. Dann können wir auch in der Außenansicht mitfahren. Dann können wir aber die Geschwindigkeit mal 3, dann ruckelt's. Glaube ich. Ah, die Kurve ist schon echt eng. So, hier beschleunigt er jetzt mal gerade so auf 70, 80, 85 und dann hält er ja schon wieder an. Ja, hier wird jetzt auch was los sein. Wie viele Leute hier wandern? Der Hammer. Wo wollen die denn alle hin? Ich glaube, der wird bald gut angenommen. So, es ruckelt jetzt echt stark. Aber die Stadt ist ja auch mittlerweile echt riesig geworden. Bin mal gespannt, wie das jetzt noch auswirkt in den nächsten Folgen. Ich denke mal, dass wir Season 3 wahrscheinlich echt nicht so lang machen können, weil es einfach von der Performance her nicht passt. Vielleicht können wir Season 3 dann nochmal wieder aufleben, wenn das Performance-Patch von Urban Games kommt. Aber die haben noch nicht gesagt, wann der kommen soll. Wir haben nur gesagt, dass es einen geben soll. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken. Aber dann die Season wieder aufnehmen. Jetzt plane ich die erstmal hier bis Anfang November, Mitte November wird auf jeden Fall Season 3 hier bestehen mit einigen Livestreams. Und da schaffen wir ja auch viel. So, jetzt können wir die anderen losschicken. Perfekt. Haben wir mal noch einen anderen Zug, der hier reinfährt. Sieht natürlich schon cool aus, ne? Wenn jetzt so viele Züge hier reinfahren. Supi, alles klar. Dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Und vielleicht kommt im Laufe des heutigen Tages noch ein kleiner Livestream zu Planet Coaster. Vielleicht auch nicht. Müssen wir mal gucken. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen und Abo da. Und ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.